Leute und dann herzlich willkommen jetzt zu einer weiteren Folge PVZ. Wir spielen wieder Taco Bandit, die Community Challenge läuft noch. Markus auch wieder dabei und wir sind wieder Soms. Heute spielen wir mal den Tarnranger in Gold. Und ich glaube, unser Team ist ziemlich gut. Ah, wir haben den Taco schon wieder verloren, ich dachte schon. Jetzt habe ich den Taco und habe die Abse erschossen. Jetzt I'm on the run. I'm on the run. Aua. Um welche Seite bist du, Haus? Du bist rechts. Okay, ich laufe gerade links rum. Ich bin wieder halb voll mit Leben, weil ich regeneriert habe. So, verfolgt mich irgendjemand? Die Map hier ist mies, weil du kannst ihn über ziemlich lange Distanzen jemanden nach hinten reinschießen. Zuckerbeschuss zum Beispiel. Ja. Oder Tarnkaktee oder Erbsenagent oder so, das ist alles hier ziemlich stark. Und oh yes! Taco geraubt. Hier ist ziemlich scheiße. Ja, ist es. Ich hab mir gar nicht hinterher gefolgt. Ich habe auf zwei Erbsen geballert, die gekillt, die sind einfach stehen geblieben. Haben dich nicht mehr verfolgt oder so. Ja, oder das scheint diesmal nicht ganz so schwierig zu werden wie letzte Folge. Okay, der war auch dumm, ist auch stehen geblieben einfach so. So, den habe ich weggesnallt. Okay, die sind schlecht. Und der wird, glaube ich, schnell sein. Ja. Geht's mal tot. Auch dann. Nein, die Raketen sind nicht mehr alle rausgekommen. Nur eine, das hätte den getötet. Oh, wir haben den Taco verloren. Hast du ihn? Ja. Super. Läufst du Kürbisseite oder Friedhof? Ich laufe rechts. Was von dir links? Ja, ja, Friedhofsseite. Kürbisseite, ja. Gott, ich gebe die Rückendeckung. Hab einen weg. Hier folgt gerade noch ein Schnapper. Oh ja. Der kriegt dich, glaube ich, auch, oder? Der hat sie vergraben, Achtung. Habt ihr ihn? Ja. 15 läuft. So, wieder ein Taco-Raub-Vorlage. Kann man eigentlich nicht übers Haus schweben? Weil es außerhalb der Map ist, du kannst auch nicht drüber springen und so. Geht alles nicht. Es geht scheinbar nicht zur Map. Ja, yeah, und schon die erste Mission hier geschafft. Nein, da war ja ein Schnapper hinter mir. Der hat mich einfach schon zweimal getötet. Das der Typ, der mag mich nicht. So, wir haben jetzt noch 4 Minuten 16, um den letzten Taco zu snacken. Ich würde sagen, das schaffen wir auch. Würde mich sehr wundern, wenn wir es nicht schaffen. Bin schon dabei. Jo, ich sehe es. Ich bin gleich auf erhöhter Position und kann die Rückendeckung geben. Alter, ist nicht... Okay. Bleib da mal liegen. Oh yes, gerade noch. Na, fuck. Ich hab beide hinten. Ich schau, ob ich dich wieder krieg. Ich kann den nicht treffen irgendwie. Ich war eingeschleimt und ich konnte ihn nicht mehr treffen. Meine Schüsse sind einfach durch ihn durchgeflogen. Was tötet die Pflanzen aus einer? Ja, aus einer erhöhten Position. Fällt. Ah, auf einmal haben die doch eine Verteidigung, die Pflanzen. Die Schnapper eigentlich nur. Noch nicht. Ja, da die Erbsen, die kriegen nichts auf die Reihe.
Ja. Akku fallen gelassen. Nein! Scheiß Hausmann. Ja, ich hab ihm schon Raketen gegeben, aber es interessiert ihn einfach nicht. Die Schnapper müssen wir eigentlich erst aus der Distanz ausschalten und dann reingehen. Das schaffen wir es noch nicht. Ansonsten habe ich Geld. Leben gerettet. Ich habe eigentlich Dinge eingesetzt, aber wollte... Hat ihn nicht interessiert. Warum interessiert es denn nicht? Ich hab den Taco. Jetzt muss ich laufen. Weil hinter mir ist einfach eine Armee. Und ich bin tot. Und wahrscheinlich war ich wieder alleine, oder? Ja. War klar. Nee, die Leute um mich rum wollten nur den Taco nicht einsammeln. Auch okay. Der hier steht am Spawn rum und schießt Raketen. Auch gut. Unser Team scheint auch nicht so helle. Stirb halt! Alter, die Stimme, nicht die Wichser. Was? Hier oben? Yo, 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 ist klar. Er hat mich einfach so 10 Meter über den Boden gefressen. Läuft bei dem. Läuft bei dem. Ja, ich würde sagen, wir müssen jetzt da mal langsam rein, ne? Sonst verlieren wir das hier nämlich jetzt doch. Also jetzt gehen wir schon langsam wieder auf Overtime, ne? Wir sollten zusammen rein. So, gut, der erste hat den Taco gestohlen. Das heißt, den der jetzt verreckt, übernehmen wir. So, jetzt du. Jetzt lauf. Ich bin in eine Mine gehüpft. Ich bin tot. Ja, und ich bin in eine Mine gehüpft. Aber einer von uns hat ihn noch. Er hat ihn verloren. Nicht mehr. Jetzt läuft Overtime. Wenn sie es jetzt zurücksetzen, haben wir verloren. Verloren. Ja. Aber 2 von 3 geklaut ist ganz okay. Ja. Vor allem einer geht auf mich, einer auf dich, ne? Einer auf mich, ja. Ja. Auf jeden Fall eine sehr schöne Runde, würde ich sagen. Und dann, verdammt, sehen wir uns beim nächsten Mal bei einer weiteren Folge. Nein, mal sehen wir nicht. Sehen wir nicht. Wir hängen nämlich noch eine Folge hinten dran und bis dann würde ich sagen, bis gleich. Wupp, wupp. Yo, 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 Leute und hallo und herzlich willkommen hier zur Rückrunde. Wir sind jetzt hier nochmal auf der Pflanzenseite. Was? Was? What the fuck? Ich wurde einfach von 4 Leuten gleichzeitig angegriffen, weil ich eine Pflanze setzen wollte. Also ich glaube, unser Team lost richtig hart. Jetzt haben wir drunter down. Okay. Elektriker. Nein, er zieht natürlich genau in dem Moment, wo ich ihn anspringe, den Hammer. Nachdem ich erst sein Megafon ausweicht, wirft er natürlich danach noch einen Hammer. Hammer? Ja, er zieht halt den Hammer. Pressluft-Hammer. Hammer. Achso.
So, einen konnte ich noch holen, dann waren da einfach nochmal Inchi und Wichtkick und alles andere. Aber das Gute ist ja, ich muss ja nicht viele Kills machen, sondern eigentlich muss ich nur einen meistens fressen und dann ist der Angriff der Zombie schon wieder gescheitert. Oder einen einschleimen, sodass er von der Bombenbombe gekillt wird. So eine hübsche schleimige Vorlage. Ja. Ja, das Zeug macht der Typ. Stripper, ja, das Zeug macht. Ja, richtig schlau. Oh, ich habe noch ein HP. Und ich habe noch einen gefressen. Natürlich, ob er das Wissen tut, ne, klar. Diese scheiß Drohnen, ne? Die erwischen mich immer dann, wenn ich mich gar nicht wehren kann. Beziehungsweise hier Schnapper kann mich gegen die eh so gut wie gar nicht wehren. Ey, diese Drohne lässt mich einfach nicht in Ruhe. Läuft der gerade unten rum? Ich sag doch, die nehmen immer den längsten Weg. Ja, klar. Warum leckt der so rum? Fick dich, du Fotze. Weil blasse Ohren so. Komm schon, wir müssen Overtime verhindern. Yes. Mit allen Tacos gewonnen. Ich sag doch, als Pflanze ist das echt geschenkt. Und ich war die Runde noch nicht mal gut und wir haben mit allen Tacos gewonnen. Ach die Scheiße. Ja, eben. Ich sage, als Pflanze ist das einfach echt geschenkt. Als Zombie mache ich teilweise 3000 Münzen, ich meine 5000 Münzen ohne zu gewinnen. War sogar erste, wo ich so scheiße war. Ja, 4000 Münzen ist eigentlich ganz okay. Oh, ich habe mehr Kiste wie du. Ich mache im Normalfall einfach als Zombie 5000 Münzen, obwohl ich verliere. Ne? Und jetzt schaut ihr an, als Pflanze 3500 gemacht, trotz Sieg, und unser Team gewinnt einfach so gut, wie es nicht besser geht, halt einfach. Also als Pflanze hat man schon ein bisschen einen Vorteil in dem Modus. Ja Leute, ich würde sagen, das war's dann auch wieder von der Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei einer weiteren Folge PVZ. Und bis dahin, Servus und Ciao.